Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir haben heute die letzte Mission in Flaum. Im Visier eine Escort-Mission. Wird garantiert einen Spaß, würde ich sagen. Und wir schauen einfach mal. Wir haben Informationen erhalten, dass das Taurus-Konkordat eine wichtige Stellung auf Flaum verstärkt. Wenn wir dies zulassen, wirft das die Destabilisierungseinsätze der Davians so Monate oder gar Jahre zurück. Sie müssen den Versorgungskonvoi abfangen und ihn zu einem wartenden Landungsschiff umleiten, damit wir die Vorräte zu den Rebellenstreitkräften auf dem Planeten bringen können. Sobald die Führung der Taurianer begreift, was wir vorhaben, werden sie den Konvoi selbst zerstören wollen, Commander. Rechnen Sie damit, dass feindliche Unterstützungstruppen die Fahrzeuge angreifen. Okay, also Grundsituation hier ein bisschen anders. Ich denke, so 50-50, ne, das ist genau das, was ich haben möchte. Verdienen wir noch eine halbe Million, nehmen drei Schrott mit. Und ich denke, wenn das wirklich eine Eskorte ist, ne, dann können wir Steelhawk nicht mitnehmen, weil er zu langsam ist. Wir nehmen stattdessen Patriot und Duddits mit. Die haben nämlich schön schnelle Mechs und Kühlventile dran. Und das ist genau das Richtige für die Wüste. Eskortiere den Konvoi zum Ziel und flüchte. Ja, mal gucken. Command Interface initiated. Der Versorgungskonvoi befindet sich exakt da, wo unsere Auftraggeber es gesagt haben. Unsere Mechs sind jetzt schon einigermaßen warm. Ziehen Sie los, sichern Sie die Fahrzeuge und geben Sie ihnen Geleitschutz. Geleiten Sie sie zur LZ und von dort zur Evakuierungszone Oliveira. Ende. Hot. But it's a dry heat. So, schauen wir mal. Er hat uns leider nicht gesagt, wohin wir die eskortieren sollen. Ist das hier irgendwie eine Straße oder sowas? Es ist dunkel, man sieht nichts. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wir müssen dann in die Richtung hier irgendwie. Ich habe nur keine Ahnung, wohin. So. Erstmal müssen wir die Patrouille zerstören. Davor müssen wir allerdings noch einen Screenshot machen und dann geht's los hier. Die Lichtstimmung hier ist irgendwie ganz merkwürdig. Ach ja, und beinahe hätte ich es vergessen. Am 4. Juni kommt Urban Warfare raus. Das vorletzte, der vorletzte DLC. Und dann kommt im Winter irgendwann Heavy Metal raus. Enemy detected. Upsi. Was haben wir denn hier? Ein Griffin und ein Shadowhawk. Der vorletzte DLC mit Roger. ganz viel Spaß zum einen, zum anderen aber auch mit den anziehenden Mechs. In Urban Warfare wird der Roger that. Warfare wird der Raven auf jeden Fall dabei sein. Was natürlich total cool ist. Electronic Warfare wird mitspielen. Und das heißt, es ist dann schon so einigermaßen. Die Grundlage gelegt für Dinge wie die für die Clan-Invasion zum Beispiel interessant sind. Das heißt, die nächste Kampagne wird sich dann vielleicht damit beschäftigen. Standing by. Für Urban Warfare gibt es keine extra Kampagne, keine Mini-Kampagne, nichts. Das stand zwar erst fälschlich auf der Steam-Shop-Seite, aber ist nicht. Stattdessen gibt es noch ein paar Flashpoints. Ja. So, wir gucken mal, kommt da irgendwie noch ein Heavy rum? Sieht nicht so aus. Gut, wen wollen wir denn hier zuerst aufs Korn nehmen, ist die interessante Frage. Wir haben hier einen Griffin, wir haben einen Shadowhawk, der komplett nackig ist. Commander?
Wir haben auch schon 30 Punkte, also wir können bei irgendjemandem auf jeden Fall auf den Headbutt gehen. Sind es Anfängerpiloten? Nee, sind es tatsächlich nicht. Waiting for orders. Wirkt aber ein bisschen so. Ja, wir kommen natürlich wieder nirgendwo in der Reichweite für leichte Laser. Engaging jump jets. Ich würde sagen, den hier schmeißen wir einfach um. Den euren Shadowhawk. All weapons committed. Enemy mech. Critical damage detected. So, Santa Tauso Panzerung ist schon durch. 77 Punkte hat er da immerhin noch. Yes, Commander. Das ja doch sollte eigentlich reichen. Wir schauen mal. Dadetz, wie viele Waffen hast denn du? 6 tatsächlich. Commander. Roger that. Tango down. So, ich hoffe, da gibt's. Ja, da muss es noch eine zweite Lanze geben. Bei 4 Totenschädeln. Got it. Ich hoffe, dass die ein bisschen kräftiger ist. 190. Das wäre Santa Tauso-mäßig auf jeden Fall machbar. Wir versuchen mal, ob wir den Kopf hier. Machen wir nicht. Wir gehen tatsächlich auf den Santa Tauso. Also einen relativ leichten Mech. Da gibt es deutlich mehr Sinn. So, der Blackjack darf vor uns ziehen. Sechs Punkte hat er noch im Santa Tauso. Na, herzlichen Glückwunsch. Schalten wir die beiden M-Laser einfach ab. Yes, Commander. Copy that. So, kommt natürlich trotzdem noch genügend runter. Standing by. Um ihm richtig eine mitzugeben.
Oh, die linke Seite ist angeknackst. Das wird Aditz freuen. Ja, so sieht hier Teamwork aus. Let's see how you like this. Ah, was? I think I hit something good. Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt hat er da auch noch tatsächlich der seitliche Torso und das Bein haben beide überlebt. 2 Punkte. So eine Frechheit schon wieder. I copy. So, wie viele Punkte brauchen wir? Wir brauchen 130 Punkte ungefähr. Die L-Laser sind 6, das sind schon mal 120 Punkte. Das sollte reichen. Ach, was soll der Geiz? Mach mal richtig Disco hier. One less target. So. Yep. Sehr hübsch. Position confirmed. Waiting for orders. Ja, irgendwie muss ich hier rankommen, damit wir dann drüber hopsen können oder sowas. On the move. So, dann müssen wir jetzt mal rausfinden, wohin wir die Jungs eigentlich bringen müssen. Ich würde ja drauf tippen, irgendwo hier drüben, aber ich habe sowas von keine Ahnung. Receiving you. Ist das hier eine Straße irgendwie? Nee, ich schätze irgendwie da drüben hin. Up high. Standing by. Lifting off. Orders. Jumping. So, dann schauen wir mal. So, der Konvoi ergibt sich. Wir übertragen gerade den neuen Zielort. Beschützen Sie den Konvoi, bis er dort angekommen ist. Beachten Sie, dass der Konvoi versuchen wird, in Ihrer Nähe zu bleiben, um geschützt zu sein. Rücken Sie weiter vor und eskortieren Sie ihn bis zum Extraktionspunkt. Ups, Gegner. 20 Tonner. 20 Tonner? Also um ehrlich zu sein, mit ein bisschen was Schwererem hatte ich schon gerechnet. Ich versuche mal hier irgendwie von den wegzukommen, so ein bisschen. Engaging jump jets. Locust. Jo, die sind beide extrem
Geschützt? Ah, stimmt, ich stehe hier gar nicht. What's up, Boss? Du kannst auf beide fahren, ne? Ja. Eieiei. Na, schauen wir mal. Na, vielleicht verteilen wir das Feuer hier ein bisschen. Taktisch günstig. Engaging multiple targets. Hast du gerade einen ausgeschaltet damit? Mike hat gerade mit der Salve echt einen ausgeschaltet. Sorry, ich komme damit gerade gar nicht klar irgendwie. Hä? Wirklich jetzt? Ich bin gerade voll perplex deswegen. Firing jump jets. Targeting for an Alpha Strike. Target neutralized. Good to go. Mit einer Raketensalve hat er einfach so ein Locust da weggeflext. Copy that. Sleipnir, wie krass ist denn der? 400 immerhin. Die Vagas sind doppelt so heftig. Shadowhawk traut sich nach vorne. Und ich denke, da wird sich herausstellen, dass das ein Fehler war. Na schade, die wollen nicht schießen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie schießen wollen. Got something you want done? Aber, ist gar nicht so tragisch. Multiple targets confirmed.
So, der eine ist schon mal unsicher. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, Patriot kommt hier tatsächlich mit den leichten Lasern in Schussweite. Das finde ich ist eine feine Sache. So, 20% Schadensreduktion. Das sind 180 Punkte. Das könnte vielleicht trotzdem drin sein. Wir könnten auch auf den Kopf gehen. Aber ich denke, wir gehen auf den Center Tower so. Ja, da schießen ja noch ein paar Fahrzeuge und so. Und wenn da eins halt nur ein Reporting, critical hit. Glückstreffer landet. 5 Punkte nämlich. Good to go. Dann wäre es schon mal ganz cool. Er hat nur noch 146. Er freut David sich doch auch. Jumping. 146 ist für Daditz extrem. Achso, der ist auch geschützt. Und ist es für Daditz nicht super easy machbar, aber immer noch ganz gut. Da war ein Cockpit-Treffer dabei. That hit something good. So, und die sind vor allen Dingen beide auch eine Runde später dran. Unser Konvoi kommt hier an. Ne, mehr in Center Torso. Da muss nur ein kleiner Schuss hin. Und dann ist der erledigt. So viel dazu also. Ratet, wer keinen Multitarget hat. Bei dem ist schon eine KSR-2 kaputt. Na, aber hin. Engaging Jump Jets. Ja, komm schon, Feuer, Feuer, Feuer. Einmal Center Torso. Ja, Center Torso meinte ich. Okay, schieß auf Daditz. Sollte Daditz sich das gefallen lassen? Nee, ich glaube nicht, ne? Engaging. Reporting critical hit. Das war der linke Arm, echt? Echt, der linke Arm? Daditz, wie hast du gezielt, Junge? Receiving you. Move order received. Engaging. Ha, nimm das. We can salvage that. Ich dachte, mit 4 Totenschädeln, ne, kommen hier echt ein paar yes, Commander. Ein bisschen krasse. Ach, guck mal, hier ist auch so eine Plattform. Habe ich vorhin nicht gesehen. Kommen hier echt ein paar krassere Mechs irgendwie angeschossen. Aber nee, nichts ist. Gar nichts ist. Coordinates received. Hätte ich natürlich echt voll aufs Geld gehen können. Hätte dann halt 1 Million bekommen, statt 500.000. Aber kann ja keine Ahnung, dass hier so Lappenlanzen sind, ne? Irgendwie der Schwierigkeitsgrad, finde ich, der ist extrem inkonsistent.
was so die Stärke der Mechs angeht. Bleibe ich hier einfach stehen. Mal ein bisschen bewegen kann ich mich, glaube ich, noch. Engaging Jump Jets. So, wir tun mal so, als wenn wir nützlich wären. Up high. No problem. On my way. Ah, und da kommt auch schon die erwartete Verstärkung. Sie werden die Fahrzeuge ins Visier nehmen, Commander. Fangen Sie sie ab, oder? Good work, Commander. Hold this position until the package is underway. Irgendwie fehlt doch hier schon wieder einer, oder? Oh. Okay, gut. Wo ist die Verstärkung? Ah, keine Ahnung. Good to go. Holding here. Ich weiß nicht, warum das eine Fahrzeug, der am Anfang nicht losgerannt ist, losgefahren, ihr wisst schon, sich in Bewegung gesetzt hat. Standing by. Affirmative. Aha, jetzt doch, ja. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner hier sind. Hängen die irgendwo fest, oder? Receiving you. Stabilizing. Engaging coolant system. Ready to get it on. Affirmative. Stabilizing. Engaging coolant system. Stabilizing. Engaging coolant system. So, sind da noch Gegner oder nicht? Also haben wir die Verstärkung schon oder? Stabilizing. Engaging coolant kommt noch system. Eine Verstärkung? Ich meine, bei vier Totenschädeln, ne, würde ich echt damit klarkommen, wenn jetzt noch eine Lanze kommen würde, die auch einigermaßen schwer ist. Stabilizing. Weil bisher war ja noch nichts. Stabilizing. Engaging coolant system. Es waren zwei ungefähr 150 Tonnen Lanzen, auf die wir hier gestoßen sind. Und unsere Lanze hat irgendwie 275 Tonnen oder sowas. Fährt er hier bitte? Irgendwie hängt er doch schon wieder fest. Stabilizing and bracing. Okay, da stand echt der Mech im Weg. Er hätte da nicht außen rumfahren können. Es ging nicht.
Stabilizing. Engaging coolant system. Stabilizing. The objective is secured, Commander. So, müssen wir jetzt noch zur Evakuierungszone. Sind hier wirklich noch irgendwelche gegnerischen Mechs auf der Karte? Irgendwie ja. Die kommen dann wahrscheinlich von hier hinten irgendwo. Roger. Ja. Na, da haben wir es doch. Cicada. Ja, der stirbt zuerst. Dann gucken wir mal, ob der 75-Tonner was Geschicktes ist. Vier. Ach, du bist L-Laser-Variante. Nicht mal. Yes, Commander. Die Variante. Mit der PPC drin. Das wird jetzt aber schwierig, hier eine Deckung zu finden. Okay, dann bleib du noch mal kurz stehen, Patriot. Dann zögern wir hier einfach einmal hinaus. I'm showing minor damage. Jo, das wächst nach. What's up, boss? Ready for orders. Standing by. Engaging jump jets. %40 Schadensreduktion auch? Nee, ach Quatsch. Das haben wir. 110. Müssen wir gar nicht so viel abfeuern. 82. Target neutralized. Ein Orion Car und das ist irgendwas. Standing by. So, können wir den Orion von der Seite irgendwie beschießen? Nope. Receiving you. Bekommen wir irgendwie eine Sichtlinie auf den anderen Mech?
Receiving you. Nope, es sei denn, Mighty macht das selbst. Ne, nichts zu machen. Na, das ist ja direkt schade. So, ich würde Orion gerne eine Runde nach hinten setzen. Nee, machen wir so nicht. Wir schießen einfach nur so auf ihn. Von vorne einfach für Stabilschaden. Ah, Stitch kommt nicht in seine Seite. Das ist extrem schade. Du bist nur ein Schütze, okay. Und du bist ein Thunderbolt Ass. Hallöchen. Jo. Oh, jetzt heiß. Ready to get it on. Commander? Interessante Frage, wollen wir so dicht an ihn ran? Wir müssen beinahe. Wir gehen mal nur bis hier, dann kommt er vielleicht nicht ganz so einfach in unseren Rücken. Copy that. So, dann sind es von der Seite immer noch 17% auf dem Kopf. Aber der Centaurso wird extrem unwahrscheinlich getroffen. Nämlich nur mit 4%. All weapons are go. Ja, da habe ich zwei Kopftreffer gesehen. Target's taken a critical hit. Commander. So, hier kommen wir an die Seite ran und der ist halt überhaupt nicht stabil. Das ist ja schon mal unsicher. Yes, Commander. So, dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier zurechtkommt. Ist nicht so sexy.
muss ich da jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund halten, denke ich. Confirm. Giving them everything I've got. Aber noch ein Kopftreffer. Okay, er geht schon mal nicht in den Nahkampf. Finde ich extrem anständig von ihm. Na, das kann Huntress ab. Damit macht er uns keine Angst. Hm, 11 Punkte noch. Im Center Torso hat er noch eine Menge. 40 Punkte nur. Den kriegen wir umgeschmissen. Engaging jump jets. Engaging target. Kopftreffer und ein Sturz, bitte. Dankeschön. So, das sind schon mal zwei Verletzungen. Er ist Verteidiger. Das heißt, er hat eine Menge Lebenspunkte. So, der Orion darf nochmal. Ich sehe nichts. Ist sogar noch ein bisschen unsicher. Das finde ich ist eine sehr schöne Sache. Orders. Oh ja, das gefällt mir. So, da ist es wahrscheinlich Zeit für das Kühlventil. Das war ein Kopftreffer. Jo, das Cockpit ist er los. Mech destroyed. Ja. So, wann ist denn der das nächste Mal dran? War der diese Runde schon dran? Ich glaube nicht, ne? Er ist also noch mal dran und wir können ihn halt nicht ausschalten. Engaging jump jets. Das Center Torso sieht noch gut aus. M-Laser. SR-15 KSR und S-Laser sind alle in der anderen Schulter. Die hat 195, die kriegen wir nicht tot. Das sind 28 Punkte in den Center Torso. 14 Punkte Seitentorso. Ich versuche einfach mal den Kopf rauszunehmen. Affirmative. Targets taken a critical hit. What's up, boss? So, Mikey. Yeah, let's just see what happens. Der ist heiß. Nahkampf? Nahkampf. Punkte sah aus wie Bein. Reporting light damage. Ich weiß nicht, wo er getroffen hat. Keine Ahnung.
So, wir wollen die rechte Seite beschießen. Rechte Seite wird schwierig. Roger. Dann holzen wir halt von vorne drauf. Fire. Ah, na gut. Munitionsexplosion. Tango down. Dumm gelaufen. Aber der Thunderbolt war jetzt nicht so wichtig wie der Orion. Commander, das Gebiet wurde gesäubert. Iris hat mir die sofortige Landung gestartet. Halten Sie Ihre Stellung. Okay. Mission successful. Siebels haben wir bekommen. Um 50% wurde die Bezahlung hier erhöht. Das heißt, wir hätten das Doppelte ungefähr bekommen können, tatsächlich. Ist aber nicht schlimm. Eine gute Abschussverteilung. So, wir basteln uns den Orion zusammen. Vom Thunderbolt S, ne, hätten wir jetzt drei Teile halt. Hätte uns erstmal nicht so viel gebracht, tatsächlich. Vielleicht bekommen wir noch einen Griffin-Teil oder sowas, mal gucken. Ist hier sonst noch irgendwelche Ausrüstung dabei? Aber ich glaube nicht, ne, weil die Ausrüstung, die coole, zählt, glaube ich, tatsächlich alles als Plus-Ausrüstung. Ein Locust-Teil haben wir bekommen. Dankeschön. Wir haben 4,5 Millionen, die wir dann im nächsten System verzocken können. Ja, hier gab es keinen neuen Auftrag. Aber wir sind jetzt bei den Vereinigten Sonnen immerhin auf dem Status befreundet. Und ich glaube, wir springen in ein System mit Schwarzmarkt beim nächsten Mal. Ja, genau. Wir springen hier rüber nach Burton. Die haben Schwarzmarkt, gut entwickelte Zivilisation. Produktionen sind reich. Und ein Reisezentrum, okay, das bringt uns relativ wenig. Und dann können wir die Mech-Krieger eigentlich leveln, wenn wir da sind. Dann sparen wir minimal Geld. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.